Ayo, was geht ab, Freunde? Ich bin Steffi. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Das letzte Mal haben wir ja die ganzen Nebenmissionen gemacht, haben die ja, Bezirke befreit, um in die 8. Sequenz zu starten. Das tun wir jetzt. Und gehen jetzt sozusagen, ja, sozusagen in die 8. Sequenz rein. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was wir heute machen werden, was wir machen müssen, etc. pp. Und. Ja, dann schauen wir mal hinten nach, ne? Oh shit. Dann gehen wir erstmal hier kurz da oben. Dass uns die Bullen nicht sehen. So. Mal gucken, wir könnten eventuell heute mit der Hauptstory durch werden. Also nicht heute in der Folge, aber ich meine heute bei der, in der Aufnahme. Weil ich nehme meistens so Minimum 2 Folgen auf. Pro Tag. Und dementsprechend denke ich, dass wir in 2 bis maximal 3 Folgen das Spiel durchhaben werden. So, dann jetzt mal hier runter. So. Komm runter, runter, runter. Sehr schön. Assalamu alaikum, wer bist du, Habi? Ich möchte zu Mr. Roth. Waffen? Nein, danke. Ich habe meine eigenen. Sie gehören auf die Bühne, Sir. Hier entlang. Ich glaube, der Typ war einer von uns, wenn ich mich nicht ganz täusche. So, Digga. Ja, Selemi. Ja, unser Ehrengast ist gekommen. Komm, nimm Platz. Ich habe schon länger ein Auge auf dich. Ich finde deinen heldenhaften Kampf gegen den großen Crawford Starrick ziemlich beeindruckend. Ich schalte nach und nach deine Männer aus und du bist deshalb nicht verärgert? Ganz im Gegenteil. Überraschungen sind das Salz des Lebens. Bei Mr. Starrick ist es etwas anderes. Ich ersticke in Anweisungen, alle furchtbar langweilig. Warum arbeiten wir nicht zusammen und erledigen ihn? Oh, ich weiß nicht so recht. Mein Freund, wenn ich dir keine Möglichkeit verschaffen kann, Mr. Starrick weh zu tun, tja, dann kannst du in dieses Theater hier stürmen und mich stattdessen töten. Was hättest du von dieser Sache? Eine Gelegenheit für ein Späßchen mit dem tapfersten Mann in London. Wir sind im Geschäft. Louis! Eine Kutsche! Sollen wir? Hierher! So, Digga, let's go! Nein, Digga, schon mal deine Cousin hier, deine Krohones. Nach St. Pancras. Und schone die Pferde nicht. Ich dachte, du und Starrick, ihr kämpft für dieselbe Sache. So. Was ist geschehen? Ach, weißt du, er brauchte meine Dienste, um seine Ganganführer auszubilden. Aber der Mann ist unerträglich. Ja, Selemi. Was du nicht sagst. Freiheit, Jacob. Sie zu stehlen ist weit mehr als eine Sünde. Das beraubt uns unserer Menschlichkeit. Recht hast du. Und St. Pancras kann unser Leid beenden? In dem Bahnhof befindet sich eine große Ladung Sprengstoff auf dem Weg zu Starrick und Co. Und du hast vor, sie zu stehlen? Was? Nein. So, perfekt. In St. Pancras ist ein Zug geparkt.
würde gern Starks Waren beseitigen und großes Chaos dabei anrichten. So. Na ganz toll, warte mal. Der Selemi. Ich muss sowieso alle eliminieren. Okay, ja gut, dann was für Schleichen, Herr Selemi. Geronimo. Was ist los? Hä? Wir müssen doch 15 Leute umbringen, oder nicht? Oder muss ich das heimlich machen? Muss ich das heimlich machen? Ich dachte, ich kann da einfach reingehen und alle töten. Oh nee. Schleichen. Ich hasse es. Warte, ich muss es heimlich machen, oder was? Ehrlich jetzt? Ich muss es heimlich machen? Ah, Roth folgen. Okay, nee, ich folgte immer. Ach so, verstehe. In St. Pancras ist ein Zug geparkt. Ich würde gern Starks Waren beseitigen und großes Chaos dabei anrichten. Warum nicht, Jacob? Warum nicht? Warte mal, Inventar. Ausrüstung, was haben wir denn hier? Wer ist nichts, was irgendwie anscheinend besser ist als meine Ausrüstung aktuelle? Ja gut, der Gürtel, aber den haben wir noch nicht frei. Der ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Aber den verbessern wir mal. Jetzt haben wir hier was Besseres. Monturen. Ich behalte die von Ezio, da gibt es keine Widerrede. Assassinenhandschuhe. Ich habe eigentlich fast das Beste, ne? Waffen. Da geht aber auch kaum noch mehr, Digga. Warte, was haben wir hier? Rauchbomben-Upgrade. Geil, das können wir machen. Dann, dass wir mehr Messer und so weiter tragen können. So. Okay, perfekt. Bolzenbeutel. Sonst noch irgendwas. Das nehmen wir noch mit, so, das habe ich gar nicht beachtet, Alter, um ehrlich zu sein. So, okay, perfekt. Der Zug kommt gerade in unsere Richtung. Damit kannst du unbemerkt in den Bahnhof hinein. Falls er nicht zufällig vorher entgleist. Ich würde dir Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich sorge derweil dafür, dass Dariks Verstärkung dem Bahnhof nicht zu nahe kommt. Ja, stimmt, Alter. So, okay, alles klar. Nee, dann haben wir das alles cool. Den Sprengstoff ausspülen und zerstören. 955, okay. Achso, das ist. Ah, verstehe, Digga, das ist hier Dings, Bruder. Das ist hier die Nebenmission, aber. Warte mal. Wie eine Zahlung ist eingegangen, warum? Was denn? Ach, egal. So, okay. So, jetzt. So, warte mal. Okay, ich sehe, wo der Sprengstoff ist.
So. Aber wir haben kein Timer-Problem, Digga. Ja, Selle mit der Hund. Nee, nee, nee. Oh, Mann. Oh, lass mich kurz kratzen, Alter. So, warte mal, wie zerstören. Oh mein Gott. Irgendwann werdet ihr Bleiders verstehen, dass ich nur euer Bestes will. Also zerstören, na super, Digga. Da weiß ich Bescheid. Verpiss dich. Will ich auch, ja, Selemi. Das Spiel ist schon wild, Digga. Das Spiel ist schon sehr, sehr wild. So, 2 von 5. Eine Schande, jetzt aufzuhören. Ja, stimmt. So. Komm her, Selemi. So. Das haben wir down. Oh, ich schwitze ein bisschen, Alter. Dann. Das haben wir down. Nur noch eine Lieferung. Warte mal. Ich finde die Implementierung von Schlusswaffen hier ziemlich cool. Muss ich ehrlich sagen. Oh mein Gott. So. Nice, Hammer. Muss jemand finden, der dieses Eisenross fahren kann. So. Perfekt. Komm her, Selemi. So. Habibi. Du kommst mit mir mit. Lief leider nicht wie geplant. Ich muss jemand anderen finden. Hä? Verstehe nicht. Ich wollte das doch machen, aber warum ging das nicht? Jetzt. So, Schaffner. Bitte mitkommen. So. Wären Sie wohl so freundlich, mir etwas Dampf zu machen? Mach du deine Arbeit? So.
Prächtig! Starek wird schon bald in die Knie gehen. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Entschuldige, ich muss los. Besuche mich gerne mal wieder. Korrekt. So, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, haben wir die erste Mission von heute erwischt. Beziehungsweise erledigt. So, dann gehen wir hier in die zweite Mission. Alles sehr zentral. Na gut, dann gehen wir von da aus, weil dann bin ich ein bisschen mehr in der Nähe. Gehen wir von da aus dann rüber. Oh Gott. Oh, ich bin am Schwitzen, Digga. So richtig am Schwitzen. Ich bin so am Triefen. Ja, zickzack. So. Erstmal runter hier. So, warte mal. Dass wir genau Bescheid wissen, ist aber. Ja, guck mal. 70 Meter, Junge, es ist nicht so weit. Aber jetzt, Junge, nächste Mission, was los, ja? Vielleicht beruhigst du dich, wenn ich dir die Eingeweide rausgerissen habe. Halt dein Maul, ja, Selmi. Sind wir mal gespannt hier. Sind wir mal gespannt. Jacob. Er ist wunderschön, oder? Ich habe die perfekte zweite Tour für uns. Ach so? Wir müssen uns etwas borgen. Drei von Starks Galgenstrecken werden schon bald verschwinden. Ah, du bist ein Teufel. Oh, und dieses Mal komme ich mit. Macht keinen Sinn, dass du den ganzen Ruhm einstreichst. Und dann auf zu meiner Kutsche! Lewis! So, Digga. Du weißt ja, wie das läuft. Diese feigen Stiefellecker von Starek haben eigene Kerker gebaut. Die reinste Verschwendung. Weil sie lieber Gangs aufgebaut hätten? Nein, nein. Warum bauen, wenn man frei fließen kann wie das Meer? Ich würde nie jemanden einsperren. Oh nein, niemals, oder? Und was ist mit deinem Vogel? Beiseite, Junge! Ich kann sagen, dass mir die National Gallery nie langweilig wird. Warum interessiert sich Starek überhaupt für Kunst? So. Er hat eine teuflisch begabte Frau angeheuert. Eine Hattie Cadwallader. Bring du deine Kutsche rum und warte auf die Fracht. Das wird nicht lange dauern. Wird nicht viel, Junge. Hattie Cadwallader. Hab sie nicht gesehen. Hier muss doch jemand diese Hattie Cadwallader kennen. Und das wäre? So, okay, das sind irgendwelche Geschichten. Was ist das, eine Box? Was ist das? Was leuchtet das so golden? Die Statue muss doch hier irgendwo sein. Habibi! Hey, Kleiner! Hast du eine Ahnung, was hier passiert ist? Ich weiß, wer sie geklaut hat, Sir. Miss Cadwallader? Sie versteckt sich in der Kloake. In der Kloake? Die Kloake, na klar. Ach, Digga, komm schon, Mann. Wie komme ich hier in die Kloake rein, Alter? Was ist jetzt hier die...
Also da unten ist irgendwo eine Treppe, sehe ich gerade. Ich habe freie Sicht auf ihn. Lauf, Häschen, lauf! Da. Ja, du Murensöhne. Wollt ihr echt alle Stress? Also, es ist. Habt ihr wirklich Bock da drauf? Oder. Eindringling! Wo kam der denn her? Verpiss dich. Warte, lass mal das öffnen. Schwester. Sagen Sie Starik, dass seine nächste Lieferung auf dem Weg ist. Und sagen Sie ihm auch, dass ich diese Arbeitsbedingungen leid bin. Ich bin nicht in Stariks Auftrag hier. Wessen dann? Maxwell Roth lässt schön grüßen. So. Ach komm mit, Schwester. Verpiss dich. Die erste Faust, Junge. Ach, Digga, nerv mich doch nicht, Alter. Mach mal eine Faust hier. La Bombe, ja, Selemi. So, bitte einmal die Kutsche öffnen. Seid ihr so nett? Digga, was ich mit der mache? Nein! Mann, was machst du denn? Scheiß Steuerung, Digga! So, danke schön, endlich. Meine Fresse. Jeder gute Kriminelle muss seinen unrechtmäßigen Gewinn irgendwo investieren. Und was ist besser, als die Welt mit etwas seichter Unterhaltung abzulenken, während man das tut? Ach komm schon. So. Hat man nicht weiß, dass er nicht auf den Triumph genießt, wenn ein Stück gut reinkommt. Bravos und Acapos, die Kritiken... Perfekt. Ah, der Park. Das Wohnzimmer von Stariks Sicherheitschef, einem gewissen Benjamin Raffens. Perfekt. Anblick verschwindet gerne ohne Vorwarnung. Wir werden uns sicher gut verstehen. Sei vorsichtig. Wo er ist, sind seine Waffen nicht weit. Hier, komm! Und ehrlich sein. Mir steht das echt bis hier mit dir. Scheiße. Warte mal. So. Boah, ihr dummen Hurensöhne. Ja, ihr dämlichen Zigeuner, Mann. Och, Bro, komm schon, Alter. Spasten, Junge. Der Kleister tot, Digga, weil ich den komplett niedergestochen hab. Okay, ich muss ein bisschen anders machen. Brrr, 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 brrr.
Zwiebel schon gut gesch. Na komm, lad schneller, Junge. So. Digga, es ist so dämlich. Sie verwechseln Ihre Verbrecher, Mr. Ruffles. So. Der Mann, für den Sie arbeiten, ist der wahre Verbrecher. Perfekt, jetzt haben wir es geschafft. So, nicht anders, Junge. Ein wohlriechender Ruffles, wie überaus schön, dich wiederzusehen. Ach, fahr zur Hölle! Hinsetzen, Schnauze halten. Jetzt ab mit dir nach hinten. Wer ist dieser Louis, der für dich arbeitet? Ein seltsamer Vogel, oder? Kam vor ein paar Jahren zu mir. Er ist immer sehr ernst. Aber auch immer sehr höflich. Und er hat noch viele andere Talente. So, Junge. Nach wem suche Beiseite. Ich? Chester Swinburne. Tagsüber ein Kugel und ein Spitzel bei Nacht. Wenn wir ihn entfernen, oh Gott, haben wir Starricks Verbindung zur Polizei. Muss man sagen, was er tut, wenn diese Scharade schon so lange läuft. Das ist er wirklich, mein Freund. So. Langsamer! Bei so vielen Bobbys kriege ich eine Gänsehaut. Willkommen bei Scotland Yard. Nicht aus den Augen. Sie sollten hier nicht sein. Warum da hoch? Warte mal. Ich habe ihn schon mal gesehen. Ich habe keine Tür. So, warte, wie komme ich hier runter? Na, na, Swinburne. Machen Sie ja keine Szene. Damit werden Sie nicht davonkommen. Machen Sie ja keine Szene, Digga. Wo bringen Sie mich hin? Zu einem Freund, der Sie begrüßen will. Na komm. So, warte mal, so. Meine Fresse, meine Drecksbullen. Warte, also machen wir einen kleinen Umweg. Und dann bringen wir den auch zurück hier. Diesen Maniac. So. Ist ein ziemlich weiter Umweg, aber ist aber auch scheißegal. Hauptsache, wir bringen ihn zurück zur Kutsche. Und schließen die Scheiße ab. So, Junge.
lange nicht gesehen. Du hast dich wirklich gehen lassen. Eine Schande. Na, dann ab nach hinten mit dir. Mach langsam. So. Tolle Arbeit. Besuch mich wieder im Alhambra. Ich habe noch mehr Amüsements für uns in petto. Korrekt. So. Sehr gut. War das auch geschafft. So, Digga. Aber warte mal. Kurz mal alles auffüllen. 0,99. 13. Korrekt. So. Die Kinder damals waren schon sehr schlau, Alter, merkt man. So, die nächste Mission ist hier vorne. Bis zur Weg dorthin hat die Kutsche, ne? Okay. 400 Meter ist jetzt noch nicht so weit. Allahu Akbar, verpiss dich doch, ihr Seleme, ist ein Weg, geh weg! Geh weg, ja Schwanz, verpiss dich! Geh weg, ja Seleme, geh weg, geh weg, geh weg! Ja, ja, Horti. Ja, wussig. So, beiseite hier, du Hund. Wächter, Wächter, Wächter. Auf geht's. So, würde ich sagen. Perfekt, nächste Mission. Ohne viel Tamtam. Na, hier lang, mein Bester. Ich muss dir etwas zeigen. Ja, wo führt mich denn der jetzt, Digga? Einsteigen. Wo wollen wir hin? In eine von Stariks Werkstätten, wo Waffen für seine Armee hergestellt werden. Wenn die Welt voller schrecklicher Dinge ist, müssen wir diese Dinge zerstören. Ein Mann wie Starik errichtet eine Welt um seine eigenen Gelüste herum. So. Was für ein Gestank. Aber du siehst doch das Potenzial, guter Jacob. Diese Werkstatt gehört Starik. Leg das Dynamit und wir sprengen sie in Stücke. Gemeinsam. Okay. Aufheben. Warte. Nummer 1. Ich verstehe. Erledigen wir ihn.
Onkel Frey hat sich eingeschlichen. Keine Chance. Ich finde dich ja doch. Komm und kämpfe! Ja, so ein Hurensohn. Na, wartet. Warte, wirf das mal. So. Oh, kurz alle eliminiert. So. So. Verpiss dich. Was ist los mit dir? Na komm, hallo, beweg dich. Nichts mit Pfeifen, ihr Selimi. So. Und fertig. Ruff ist da oben. Tschüss. So. Alles vorbereitet. Perfekt. Dann setzen wir jetzt den Plan um. Zurücktreten. Bereit? Warte. Warten worauf? Es sind Kinder da drin. Jacob, mein Freund. Starrick lässt seine Waren von Kinderarbeitern herstellen. Wir müssen diese Produktion hier endlich schließen. Aber doch nicht so. Warum nicht? Ich kann tun und lassen, was immer ich will. Schon bald wirst du verstehen, was es bedeutet, so frei zu sein wie ich. Jagt sie hoch, Jungs! Nein! Was zum Teufel tust du denn? Wir spielen jetzt keine Spielchen mehr, Roth. Nein. Leider nicht. Geistkrank, Alter. Oh fuck, Digga. Wie? Wo, warte mal, wo ist hier der... Ah, warte mal. So. Ja, eure Schicht ist heute früher vorbei. Schön für euch. Und jetzt raus hier. Dame, Junge. Man muss sagen, Digga, der Typ ist zwar ein Assi so an sich, aber der hat das Herz am rechten Fleck. Kann man nicht sagen. Definitiv, das ist was sehr Schönes. So, und der letzte noch. Da war das. Ein Geschenk, Sir, von Mr. Roth. Sie sollten gewarnt sein, Mr. Fry. Wenn sich Roth über einen Mann ärgert, müssen im Allgemeinen viele darunter leiden. Mein lieber Jacob, unglücklicherweise haben unsere gemeinsamen Abenteuer wohl schon ein Ende gefunden.
Trotz der kurzen Dauer unserer Zusammenarbeit hat diese dauerhafte Spuren hinterlassen. Ich wünsche dir viel Glück bei allen zukünftigen Unternehmungen. Aufrichtige Grüße, Maxwell. Postskriptum. Ich organisiere heute Abend eine Veranstaltung. Ganz London wird dort sein. Beiliegend erhältst du deine Einladung. Ja, es war dann gut zusammen. Augen lustig, die sahen ein bisschen sehr dämonisch aus. So. Okay. Eine Krähe, sehr gut. Dann würde ich sagen, Schlussakt. Jetzt schon? So. Ja, 50 Schwede ist ja nicht weit. Ich sehe ja gerade um die Ecke. So. Okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. Bin ich mal gespannt, Alter. Okay. Wir haben die Aufgabe, ihn jetzt zu töten. Warte mal. Erstmal, was ich mache. Lass einfach erstmal, auch wenn es nicht viel verbraucht ist. Aber einfach letztes Mal auffüllen. So. Okay, was soll man denn hier? Untersuchen, guck mal. Sag mir doch bitte, wo ich noch eines dieser eleganten Stücke finde. Was ist das? Die Türen öffnen sich in Kürze. Bitte die Maske anlegen. Looks like he's got the screw loose. Warum dürfen wir maskierte Gäste hier entlang? Die waren aus der Leuterei, die eine Maske hatten. Ohne Maske? Kein Zutritt! Darf ich die maskierten Gäste bitten, sich hier drüben anzustellen? Warte mal kurz. Und wegen einer Maske. Darf ich die maskierten Gäste bitten, sich hier drüben anzustellen? Ja, komm, komm, Lutsch. Warte mal, ich hab auch eine beschissene Maske. Ich muss irgendwie anders reinkommen. Blenden. Perfekt. Wie ein Schwanz, Junge. Von Corvus der Schwindler auf. Auch wenn einige der Effekte bedrückend und zutiefst verstörend sind, bewahren Sie Ruhe, meine lieben Gäste. Keine Angst, dies ist nur die reinste Form der Unterhaltung. Die heutige Vorstellung geht dem Andenken und dem Verdienst eines jungen Mannes, der einen festen Platz in meinem Herzen innehat.
Jetzt bin ich gespannt. Wen meint er? Ich bediene Sie heute Abend, Gentlemen. Du noch hier, Liebes? Beim letzten Mal hast du uns doch fast vergiftet. Szene 2 bereit. Lass mich raus! Ich muss den Steg für die Show runterlassen. So. Wir haben einen Freiwilligen. Einen aufmunternden Applaus für diesen sehr mutigen Mann. So. Ja, Hunde. Das war alle abschlachten hier. Alle töten. Mann, du Hurensohn. Ist das Ruff? Nee. So, erst für alle töten hier. Nice. Komm her, Kelp. Da ist unser Ziel. Wenn das nicht Roth war. Das hinterlässt einen starken Nachgeschmack, oder? Wie auf Schwein zu beißen, wenn man Wildbreter wartet. Warte. Verpiss dich. Das Aroma ist beim zweiten Mal noch kräftiger. Die Jagd, sie wird eher zum Selbstzweck als zur Notwendigkeit. Digga, ist dein Ernst. Was ist jetzt los? Was passiert hier? Spitzt. Ich hoffe, Sie haben den Abend bisher genossen, Ladies and Gentlemen. Ich jedenfalls habe das. Vor unserem letzten Akt möchte ich auf die mutigen Menschen anstoßen, die mit Feuer und Flamme das Leben zelebrieren. Und den Tod. Also los, zelebriert! Du bist am Zug, Jacob, mein Bester. Brenn! 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 Richtiger Schwanz, Walla. Geh doch runter. Nice. Perfekt. Du lebensmüder Wichser. Mein Lieber, was für eine Nacht. Der Stoff für Legenden. Warum hast du das getan? Das alles. Was denn? Ein Krähenküken zwischen zwei Fingern zu zerquetschen, die zu zerstückeln, die du unschuldig nennst? Den göttlichen Wahnsinn der Welt zu bewahren? Aus demselben Grund, aus dem ich alles tue. Warum nicht?
Du schmieriger Fickfehler. Puh! Lang, stirb doch mit ein bisschen Würde, ihr Selemi. Was für eine verfluchte Schweinerei. Ja, im wahrsten Sinne. So. Na toll. Scheiße. Wie komme ich hier raus, ihr Maniac? Hier ist alles am Arsch, Alter. Was für ein Alter. Im wahrsten Sinne, HW. Hier runter, hier. Komm ich hier raus, ihr Selemi? Hier komme ich nicht lebend raus. Hallo. Nice. Und jetzt? Ich hoffe, wir können raus, Sieger, sonst schwierig, ne? Oh Gott sei Dank. Let's go, Digga. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Und jetzt, wie geht's weiter? Ordnung erschuf Unordnung. Die See erhebt sich, um die Pubs zu fluten und die Laternen zu löschen. Unsere Stadt stirbt. Tupini ist gescheitert. Lucy ist gescheitert. Brutnell, Elliotson. Pearl. Wir alle gingen ins Dunkel. Jetzt ist es an mir. Die Assassinen brachten das Wilde der Natur in unsere Heimat. Menschen wurden zu Monstern, stürzten sich auf uns wie Bestien. Unsere Zivilisation muss diesen Ansturm überstehen. Damit die dunklen Zeiten nicht zurückkehren, fange ich neu an. London wird neu geboren. Der Edensplitter ist unter dem Buckingham Palace. Wir haben, was wir brauchen. Jetzt können wir das Eindringen planen. Warte, wir brauchen eine visuelle Bestätigung. Wenn wir da reingehen, müssen wir absolut sicher sein. Wir haben nur einen Versuch, bevor Otto Berg sich auf uns stürzt. Da muss ich schon recht geben. Wir gehen beim Palast in Stellung, aber wir warten, bis du die Daten synchronisiert hast, bevor wir losschlagen. Nun hängt alles von dir ab, Novize. Ja, okay, Alter, let's go. Let's go, let's go, let's go, Digga, dann machen wir das, ne? Wenn dem so ist. Aber ich würde sagen, wir machen das dann... Ich glaube, wir werden jetzt auch langsam... ...die Folge beenden. Aber warte, hier, Katzin. Starrick setzt sich schon in Bewegung. Der Edensplitter ist irgendwo im Buckingham Palace. Soll er ihn haben? Ich habe deine Stümpereien in der Stadt verfolgt. Vielleicht solltest du meinem Urteil vertrauen. Ich habe Starricks Handlanger getötet. Und was hast du gemacht? Fragen wir doch Henry. Sollen wir? Ich habe deine Fehler korrigiert. Überhastet ist nicht schnell genug. Hör auf, Vater zu zitieren. Das ist Plato. Und es tut mir leid, dass mein Plan nichts enthält, was du zerstören kannst.
Vater hatte recht, er hat deine Methoden nie gut geheißen. Vater ist tot! Genug! Ich habe Neuigkeiten von meinen Spionen. Auf dem Palastball heute Nacht will Starek den Edensplitter stehlen und dann die Führer von Kirche und Land eliminieren. Einmal noch wie in alten Zeiten. Und dann sind wir fertig. Abgemacht. Wie lautet der Plan? So, Digga. Welch Wild, okay, geht noch weiter. Genügen Sie beide zu besuchen. Was gibt es Neues auf der Straße? Mrs. Disraeli, wir haben etwas innerhalb des Buckingham Palace entdeckt, das womöglich eine Gefahr... Was meine Schwester sagen möchte, ist, dass wir Zugang zu dem Ball heute Nacht benötigen. Oh, unmöglich! Selbst wenn zufällig noch ein paar Einladungskarten übrig wären, was nicht der Fall ist, oh, dann könnte jemand Ihres Standes... Wenn dieser verdammte Nagletstone heute Abend anwesend ist, können Sie meine Karte haben. Perfekt, dann gehe ich allein. Mrs. Disraeli, falls Sie so freundlich wären, meinen geliebten Bruder über den Wohnort der Gladstones zu unterrichten, kann er vielleicht sein Talent einsetzen, um deren Karten zu konfiszieren. Amüsant! Hast du gehört, Dizzy? Wir stibitzen die Einladungen der Gladstones! Danke, dass du mich dafür meldest, Schwesterherz. Oh, gern geschehen, mein Bruderherz. Nun, Mrs. Disraeli, entschuldigen Sie mich bitte, ich muss den Maharaja aufsuchen. Ich habe den Verdacht, dass er eine zweite Ausführung eines gewissen Gewölbeplans hat. So, Digga. Okay, Jungs, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge und ich glaube dann auch auf jeden Fall in der letzten von der Hauptstory von Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, checkt die Pizza für die Zwiebeln und haut rein.